Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Ich muss jetzt ganz lange überlegen. Ich muss jedes Mal super lange überlegen, aber das ist der Classic-Modus, weil ich mir jetzt mal dreimal Pokémon gesagt habe. Nachdem wir im letzten Part am Ende nochmal kurz bewiesen haben, dass ich mit Junger Link mit Abstand am besten klarkomme, von allen Charakteren, die ich bislang in diesem Spiel gespielt habe, haben wir dadurch Peach freigeschaltet. Und was ist denn das für ein super goldenes Dress, okay? Deswegen testen wir jetzt mal die gute Peach aus. Die beiden sind irgendwie sehr ähnlich. Ich glaube, das ist ihr Wedding Dress aus Mario Odyssey. Fast, ne? Ein bisschen anders sieht's aus. Ich will den goldenen mal spielen. Der kommt mir nämlich auch unbekannt vor. Entführer, fürchtet euch. Also wir kämpfen gegen alle Leute, die Typen entführen. Gigabowser wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Endboss sein. Wir starten natürlich mit Bowser Jr. Bowser Jr. ist was, Ganondorf ist was, wer entführt denn noch Dinge? Ich meine, wenn man es ganz genau nimmt, entführt DDD ganz oft Essen. Also mit Peach kam ich nie wirklich gut klar. Oh Gott. Aber ich wollte ihm mal eine Chance geben. Weil Daisy angeblich sich echt gut spielen lassen soll. Und da sie ein Echo-Fighter von Peach ist. Bin ich ein bisschen daran interessiert. Allgemein bin ich natürlich an neuen Kämpfern immer sehr interessiert. Super Start. Das war souverän. Da ist Donkey Kong. Donkey Kong passt natürlich auch. Ich glaube, ich habe auch noch kein einziges Mal neue Peach, der neue Toad gefällt mir übrigens, dass der so richtig schön in den Grabs mitarbeitet. Der ist jetzt mittlerweile halt echt viel, viel aktiver als in den Smash-Spielen davor, wo er eigentlich immer so ein bisschen die Opferrolle eingenommen hatte. Mein Pokéball! Evoli! Greif ihn an! Pokéball! Okay, sei Galeo. Schade. Oh, du greifst doppelt an, okay. Ich dachte, dein normaler Angriff wäre schon overpowered, aber wenn du sogar mehrfach schießt, dann bist du hier ein super overpowerdes Pokémon. Gut, es ist das neueste Legendäre, wenn man Meltan und sowas mal außen vor lässt, aber aus der neuesten Generation. Die sind ja meistens immer etwas stärker dargestellt. Lunala habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen, dass es auch doppelt schießt. Und die Cooperlinge. Also Roy und Ludwig natürlich. Ludwig ist natürlich der Letzte. Weil man mit dem immer gefühlt am meisten Probleme hat. In diesem Fall nicht. Und so Punktzahl schießt ganz schön in die Höhe. K-Rool, das macht auch Sinn. Der hat den Donkey Kong entführt in Teil 2 war es, glaube ich, in Donkey Kong Country Returns. Nicht Returns, in Donkey Kong Country 3, so. Okay, du bist, glaube ich, aus Xenoblade, ne? Problem ist, dass du uns nicht wirklich viel hilfst. Zumindest nicht so viel. Weil meistens machst du Dinge, die alle beeinflussen. Geht doch!
King K. Woo nervt mich irgendwie immer so ein bisschen, weil es ist ein Heavyweight mit der guten Recovery auf dieser Stage, die auch ein bisschen größer ist und nicht so leicht zugänglich ist. Jetzt kommt schon Bowser, das ist nicht Giga Bowser, der Endboss. Er könnte den doch als Entführer, als Endboss gelten. Also wenn Peach Bowser nicht als Endboss bekommt, wer denn sonst? Also Giga Bowser meine ich natürlich. Ja, wobei wir halt auch bei Link das so hatten. Bei Link war ja auch der letzte Kampf Ganondorf und dann kam am Ende nochmal nur Ganon. Während man bei Zelda dann Ganon plus Ganondorf kombiniert hat als letzten Kampf. Hier kann es ja dann eh nicht sein, dass man bei Peach erst Bowser und dann Giga Bowser hat, während man halt in Mario Story dann halt Bowser und Giga Bowser kombiniert hatte. Ja, da hättest du ein bisschen früher die AB machen sollen, mein Freund. Also wenn wir den Bossfight jetzt schaffen, dann wird das unsere nächste 9-9. Also bislang bin ich mit Peach deutlich besser klargekommen, als ich erwartet habe. Haben aber auch zwei, dreimal Glück gehabt, was Items und so weiter anbelangt hat. Oder jetzt bei Bowser, dass sich die CPU doof angestellt hat. So, das war jetzt natürlich ein bisschen overpowered für diese Wand. Oh, aber wir sind super langsam. Deswegen können wir das da oben mal ignorieren, das schaffen wir eh nicht mehr. Geschafft! Das ist echt Meisterhearted Crazyhand. Wann haben die denn mal Dinge entführt? Warum denn nicht Giga Bowser? Also manchmal verstehe ich die Fall von den Bossen nicht so ganz. Wir hätten ihn schon öfter mal, dass es ein anderer Boss viel besser gepasst hätte. Oh, nee. Der Move macht halt super viel Schaden. Zum Glück ist der Scheiß gerade weggegangen. Nein! Oh Gott! Ey, ich hätte es sowas von geschafft, wenn ich mich jetzt nicht... Ich habe mich jetzt von 7 Attacken in Folge treffen lassen. Ohne ein einziges Mal den Gegner zu treffen. Wenn ich nicht nur einmal hier den getroffen hätte, dann hätten wir hier nämlich gewonnen. Dann hätten wir nämlich so gemacht. Und so gemacht. Gar kein Problem. Ich hätte halt nur ein einziges Mal noch treffen müssen. Und stattdessen habe ich mich 6 Mal in Folge treffen lassen. Und dann war es halt durch. Leider. Das wären die 9-9 geworden. Das kann ich euch versprechen. Wir sind auf eine 9-3 gekommen. So. Und wir hatten echt eine super Chance, sie zu besiegen, weil ihr Kronenangriff super viel Schaden an Meister Hand und Crazy Hand gemacht hat.
so Standard-Beach-Musik. Die ist, glaube ich, auch schon, ja, das ist so die Dingensbrunnen, die Rainbow Road-Musik aus der Melee-Stage. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie auf meiner Suche nach Spirit immer so ein bisschen das Bedürfnis, hier tatsächlich die ersten drei Geschenke mitzunehmen. Weil die gehen halt immer noch schnell. Und so schnell kriegt man normalerweise keine drei Spirits. Vor allem, weil wir da jetzt schon teilweise drei Sterne-Spirits mit dabei hatten. Deren normale Matches halt auch alles andere als Geschenk gewesen wären. Naja, nehme ich da immer liebend gern jetzt alle drei mit. Oh, die Wedding-Outfits. Das, was uns Mario Odyssey nicht geben will. Endergebnis. Peach. Sakura. Wieder ein Ass, sage ich doch. Die drei magischen Schwestern. Und Gardevoir. Also immer wieder ein Music-Track. Und Falco war mein Main in Melee. Seitdem bin ich nicht mehr damit klargekommen, seitdem mein Brawl geändert wurde. Das soll jetzt ja wieder etwas Melee-ähnlicher sein. Von daher, wenn ich es überhaupt schaffe, ihn zu besiegen. Ja, da muss wieder junger Link regeln, glaube ich. Doch! Ich habe mit etwas anderem gewonnen als die junge Link. So, trotzdem möchte ich mir gerne Ganondorf holen. Und deshalb gehen wir mal ganz kurz zurück. Gehen wir mal in das Herausforderer-Tor. Würde ich gerne in Super Omnimus ja besiegen können, weil wir haben ja im Super Omnimus ja auch einen Bowser freigeschalten, den wir Giga Bowser besiegt haben. Von daher werden wir wahrscheinlich auch Ganondorf freischalten, wenn wir gerne besiegen. Und da möchte ich mich nicht zurückhalten. Diesmal passt der Held der Zeit natürlich super gut. Ich habe ihm 102 Schaden zugefügt und da hat er mich mit 0 Schaden rausgehauen. Oh mein Gott. Deswegen sind solche Stages, in denen man rauslaufen kann, einfach die bullshittigsten Stages, die es gibt. Ich habe ihm 104 Schaden zugefügt, ohne dass er mich einmal berührt hat. Dann besiegt er mich mit 0 Schaden mit einer Attacke. Oh Gott. Naja, dann gibt es gerne wohl im nächsten Part. Vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht auch gar nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal dann wieder ein. Dann geht es weiter mit Falco. Irgendwo müssen wir mit Dr. Mario herbekommen. Von daher, bis dann und auf Wiedersehen.